Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar möchte ich euch heute mal vorstellen, bei uns im Mediamarkt gab es eine Aktion 3 für 49, das kennt der eine oder andere von euch sicherlich. Dort könnt ihr euch ausgewählte Spiele im Sortiment 3 nehmen und bezahlt 49 Euro. Manchmal ist PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360 und PS3 im Angebot und auch die Wii U und Wii. Und ich habe auch wieder die Gunst der Stunde genutzt und war beim Mediamarkt und habe mal durchgestöbert, welche Spiele da so sind, die der Jens gut findet. Und da hat er sich welche genommen und die möchte ich euch kurz und schnell mal präsentieren. Und wünsche euch dabei erstmal viel Spaß und hoffe, es gefällt euch. Ja, und zwar, ich habe zwar noch keine Xbox One, aber ich habe es mir trotzdem mitgenommen. Und zwar ist das einmal die Halo. Die Master Chief Collection, das wurde nochmal für die Xbox One komplett neu überarbeitet mit Full HD und mit 60 Frames. Highlight dieses Paketes ist Halo 2. Das wurde komplett nochmal neu gemacht und remastered sozusagen. Das ist ein Highlight. Das müsst ihr unbedingt mal angucken oder spielen. Und wie gesagt, hat sich Microsoft gedacht, wir machen jetzt für die Xbox One nochmal ein komplett neues Paket und machen dort Halo 1 bis 4 rein und wer es kauft, der kriegt den Beta-Zugang für Halo 5 Beta. Und ja, das ist die ganze Sache hier. Wie gesagt, alle 4 Teile ist auf jeden Fall ein super Spiel. Den ersten Teil habe ich ja schon gespielt und 2, 3 und 4 folgen noch. Ich muss aber sagen, Halo 4 hat mir am besten nochmal gefallen von den ganzen Halo-Spielen. Und ja, das ist dazu. Also hier Halo Master Chief Collection für Xbox One in 60 Frames und Full HD. So, dann haben wir hier nochmal The Evil Within. Das Ganze, wisst ihr sicherlich, habe ich als Unboxing für PS3 gemacht. Dieses Spiel habe ich aber unterbrochen, aus zeitlichen Gründen. Jetzt werde ich das Ganze wahrscheinlich nochmal für PS4 machen, mal gucken. Und jetzt habe ich es mir nochmal natürlich in dieser Dreier-Kombi geholt. Für PS4 gleich, weil die Grafik sieht ja für PS4 ein bisschen besser aus. Und hier ist es, The Evil Within, das The Fighting Chance Package. Da ist irgendwie noch eine Waffe drin und schöne andere Dinge. Und das Ganze habe ich mir auch nochmal geholt, weil das echt ein super Horrorspiel ist. Und ziemlich viel Spaß macht, auch wenn ab und zu mal ein paar Bugs sind oder ein paar Fehler. Aber hey, es gibt irgendwann mal Patches und irgendwann ist es fehlerfrei, hoffe ich. Gut, also The Evil Within. Ja, und dann habe ich natürlich mir endlich, das wollte ich schon seit langer Zeit mal, Watch Dogs für PS4. Das habe ich für euch ja mal für PS3 komplett gespielt. Und jetzt habe ich es mir für PS4 geholt. Aus dem Grunde, weil ich für euch auch nochmal, oder für mich auch nochmal die ganze Chicago-Stadt durchgucken möchte und schöne Momente einfangen möchte. Ich hatte ja schon mal damals angefangen mit Watch Dogs, schöne Momente. Und da möchte ich jetzt einfach mal die PS4 nochmal. Für die PS4 das nochmal einwerfen und für euch nochmal die schönen Momente einfangen und gucken, was ich da Schönes finde. Schöne Landschaften oder schöne Momente. Und deswegen für PS4 sieht es ja auf jeden Fall einen Ticken besser aus. Mehr Leben, mehr Menschen, bessere Effekte. Und deswegen habe ich es mir einfach mal für PS4 mitgenommen. Also Watch Dogs 100% Uncut von Ubisoft. Super, super Game. Ja. Hier habt ihr nochmal einen Sticker drauf. Hier ist nochmal ein Sticker drauf. Ich habe mir nochmal Call of Duty Advanced Warfare jetzt für PS3 geholt. Ich hatte es für PS4, aber ich habe jetzt gesagt, nee, komm, für PS3 reicht es. Und für PS3 habe ich die meisten Spielstände für Call of Duty. Da habe ich die meiste Zeit mit der PS3-Fassung verbracht. Und ja, deswegen habe ich es mir jetzt nochmal geholt, neu. Und ja, kommt auf jeden Fall in meiner Sammlung und somit ist denn das gewährleistet, dass ich jetzt alles von Call of Duty habe. Also hier Call of Duty Advanced Warfare für PS3. Ja, und dann habe ich mir natürlich nochmal GTA 5 mitgenommen. Das Ganze würde ich ja gerne nochmal für PS4 haben, aber für PS4 ist mir das gerade zu teuer. Und deswegen habe ich es mir jetzt nochmal für PS3 geholt. Vielleicht findet der eine oder andere nochmal Gefallen an der PS3-Version. Und vielleicht meldet sich der eine oder andere bei mir nochmal. Er möchte gerne die PS3-Fassung haben, hat aber auch die PS4-Fassung und möchte vielleicht das tauschen gegen Aufpreis. Weiß ich nicht, vielleicht meldet sich einer. Ich würde, wie gesagt, gerne die PS4-Fassung haben. Ja, aber ich habe mir jetzt nochmal die PS3-Fassung geholt, weil ich habe da ja auch viele Spielstände für die PS3. Das kam ja zuerst für die PS3 raus, später erst für die PS4.
Deswegen habe ich es mir jetzt nochmal geholt, mit der Hoffnung natürlich, dass es irgendjemanden gibt, der irgendwie tauscht. Es gibt ja immer so Leute, die tauschen. Und ja, ich bin mal gespannt. Super geiles Open-World-Spiel und Langzeitfaktor garantiert. Ja, kommen wir nochmal zum letzten. Und zwar haben wir hier nochmal Far Cry 4. Das ist auf jeden Fall auch ein super Spiel. Ich muss sagen, es ist seit langem mal wieder ein Teil, den ich gerne zocke. Ich hatte mal einen angezockt gemacht von der PS4-Fassung, wenn ich jetzt richtig liege, ja. Und jetzt habe ich mir PS3-Fassung geholt. Ist ja eigentlich relativ egal. Far Cry 4 ist seit langem mal wieder. Ich habe ja Far Cry 1 mal gespielt. Das fand ich ja hammermäßig für den PC damals. Ich habe auch mal Far Cry 2, 3 gespielt. Fand die jetzt zwar nicht so interessant, die waren aber auch gut. Aber Far Cry 4 ist wirklich ein super gelungenes Spiel und bietet seit langem mal wieder für mich Anreiz, dieses Spiel mal auszuprobieren und zu holen. Und hier ist es ja auch. Ja, also ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gelungenes Spiel. Und noch mal eine kleine Info von mir. 3 für 49 Euro kostet jedes Spiel 16,33 €. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Und gerade jetzt in den Ferien ist für den einen oder anderen Zockerzeit wieder da und lohnt sich auf jeden Fall bei diesen Top-Titeln zuzuschlagen. Und vielleicht findet der ein oder andere in seiner Stadt auch mal diese Aktion und diese tollen Titel. Wie gesagt, bei uns war es diese Woche jetzt. Und ich habe diese tollen Titel rausgesucht, wirklich toll. Und vielleicht findet der eine oder andere in seiner Stadt diese Aktion auch. Gut, dann zeige ich euch nochmal die Games im Überblick. Und hier sind die Spiele nochmal in der Gesamtübersicht. Dort, ja, und hier sind die Spiele nochmal in der Gesamtübersicht mit den Kassenbons. Und dort ist auf jeden Fall jetzt die Zeit der Ferien und des Urlaubs ausgesorgt, wenn man nicht in Urlaub fährt. Ja, und jetzt ist auf jeden Fall wieder das Spielekonto ausgeglichen für die einsamen Stunden und die Zockerzeit. Bis die neuen Titel wiederkommen, dauert es ja noch ein bisschen, die für mich interessant sind. Und somit habe ich jetzt wieder ein bisschen Futter für meine Konsole. Ja, und wenn ihr diese Aktion bei euch auch gefunden habt, wie gesagt, dann schreibt mir mal die Kommentare, welche Spiele ihr euch so genommen habt. Und ja. Dann danke ich euch erstmal fürs Ansehen und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video. Okay, dann tschüss.